Lange hat Alfa Romeo die Markenfans auf die neue Giulia warten lassen. Jetzt nennen die Italiener die Preise für ihre Hoffnungsträgerin. Mindestens 33.100 Euro sind für den Basisdiesel mit 136 PS fällig. Weitere Leistungsstufen kommen auf 150 und 180 PS. Die Turbodiesel sind mit einem manuellen Sechsganggetriebe oder einer Achtgangautomatik kombinierbar. Einziger Benzinmotor ist der V6 mit Biturbo-Aufladung und 510 PS. Dieser kommt in der Top-Version Quadrifoglio zum Einsatz. Kostenpunkt 71.800 Euro. In den nächsten 3 Jahren möchte Alfa Romeo kräftig wachsen und 7 neue Modelle auf den Markt bringen.